Ja, ich beziehe mich hier auf einen Artikel von Arthur Thomalla. 42% eher sterben durch Fruchtsäfte. Ich kenne ihn jetzt nicht genau. Er hat sich auch mal sehr unschön mir gegenüber geäußert. Habe ich nur mitbekommen. Keine Ahnung. Er hat auch einen Blog und einen YouTube-Kanal. Soll interessante Dinge dabei sein. Auf jeden Fall fand ich diesen Artikel hier interessant und wollte noch drei Dinge, die fundamental wichtig sind, zu diesem Artikel einmal ergänzen. Und zwar alles beruht auf einer Meta-Analyse, dementsprechend, dass 100% Fruchtsäfte oder auch Softgetränke, wie zum Beispiel Cola und so weiter, die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, dabei wurde dann aus einer Analyse geschöpft, mit 30.000 Probanden dann dementsprechend. Und zum Thema Schlaganfall ursprünglich war diese Studie angedacht, über 4 Jahre, alle 6 Monate mit diesen Kontrollen und so weiter. Und aus Dokumentationsfehlern so gesehen und Probanden, die abgesprungen sind oder Analysefehlern, wurden dann dementsprechend noch 13.000 Probanden extrahiert für dieses Studiendasein. So Ende letzten Jahres, das heißt im Dezember, wurden die Ergebnisse dann dementsprechend ausgewertet. Und es gab zunächst erstmal keine Korrelation zwischen koronaren Herzkrankheiten und zuckerhaltigen Getränken. Das vorweg, aber es gab eine klare Korrelation zwischen Sterblichkeitsraten von zuckerhaltigen Getränken wie auch Fruchtsäften. So, hier sehen wir es einmal. Die X-Achse ist so gesehen die prozentuale Substitution der normalen Ernährung durch Fruchtsäfte oder durch Softgetränke dann dementsprechend. Das heißt, je höher der Prozentsatz dann war, desto mehr Fruchtsäfte hat man zu sich genommen und die Kalorien, die man normalerweise durch Essen substituiert hätte. Ja. So, und man sieht auch ganz, ganz klar, je mehr Softgetränke, Fruchtsäfte man konsumiert hat, ja, desto höher wurden dementsprechend auch die Sterblichkeitsraten. Und wir sehen zum Beispiel gelb sind dann dementsprechend die Fruchtsäfte und dann halt haben wir noch die zuckerhaltigen Getränke und dann haben wir noch zuckerhaltig plus Fruchtsäfte. Ja. Gruppen. Was man aus erschreckender Weise sogar sieht, ist, dass die Fruchtsäfte sogar am allerschlechtesten abschneiden, sogar noch schlechter als einige Softgetränke wie Cola und so weiter. Und womit das zusammenhängt, das wird in diesem Video einmal geklärt, oder versuche ich zu klären. Dinge, die mich zunächst stören an dieser Studie. Also als allererstes wird unterschwellig suggeriert, dass Zucker etwas sehr, sehr Schlechtes ist und es natürlich eine schöne Schlagzeile und so weiter ist. Es ist natürlich völlig klar, dass diese Zucker, die hier verwendet werden, nicht mehr an Ballaststoffe gebunden sind und damit natürlich viel, viel schnelleren Anstieg in Glukose, so gesehen in der Blutbahn, vonstatten geht und auch Insulinausschüttung natürlich viel, viel vermehrt dort stattfinden wird. Ja? So, nun kann man das aber nicht ganz gleichsetzen. Also ich finde, als allererstes, wenn man zum Beispiel diesen Zucker nach dem Sport konsumiert hätte, wäre es ganz anders ausgegangen. Ja? Und so genommen, Zucker ist nichts Schlechtes. Selbst ketogene Menschen, ja, essen also manchmal sogar nach einem Marathon oder wie auch immer, Zucker und das beeinflusst nicht ihre Ketose, weil dieser Zucker eben sofort verstoffwechselt wird. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist nichts schädlich, wenn etwas nicht steht. Also genau genommen andersrum, es ist schädlich, wenn etwas steht. Genau das gleiche ist bei Zucker. Wenn der Zucker nicht verbrannt wird, ist er schädlich. So wie wenn Gewässer zum Beispiel stehen, werden sie auch irgendwann schlecht. Alles wird schlecht, was nicht so gesehen sich bewegt. Alles im Körper, alles Organismus und so weiter, das sind immer Kreisläufe und alles fließt halt eben. Ja? Alles, was steht, wird schlecht. Ja? Wenn etwas halt eine Durchblutungsstörung hat, zum Beispiel kann das Blut nicht mehr durchdiffundieren, nicht mehr vernünftig fließen durch die Arterien, dann steht das Bein nun mal ab. Und genau das Gleiche ist das. Also Zucker ist natürlich auch, hat eine Osmolarität, also genau das gleiche wie Salz, ja, es entzieht ja auch dementsprechend Wasser zu sich, ja, und damit kommt dann auch irgendwann zu Nervenschädigungen, deshalb ja auch bei Zuckerkrankheiten und so weiter, ja. Das muss man erstmal ganz, ganz klarstellen, wenn der Zucker sich sofort bewegt, sofort verbraucht wird, hat er eine komplett andere Wirkung, ja. Und das wird jetzt ein bisschen klarer, wenn man sich das nächste, einmal die Kritikpunkte einmal dieser Studie hier einmal betrachtet. Es handelt sich um Personen im Durchschnittsalter von 63 Jahren. Jetzt ist mir nicht ganz klar, warum, also mir ist natürlich erstmal klar, dass je älter man wird, der Zucker immer stärker, immer schwächer und schlechter verstoffwechselt werden kann von unserem Körper. Wir wissen alle, es ist schwieriger abzunehmen und so weiter. Man sagt, der Stoffwechsel schläft ein. Das ist natürlich hoffentlich allen klar. Jetzt ist es so, es wird eine Studie als, wie soll man sagen, herangezogen, als Maßstab gewählt, ja, aus den USA,
wo dann dementsprechend in der Studie der Durchschnittsalter 63 Jahre war, der Durchschnittswert in den USA aber 37 Jahre ist. Was hat diese Studie überhaupt für eine Aussagekraft, frage ich mich dann. Punkt 2. 70% der Probanden waren übergewichtig, sogar fettleibig. Wo wir aber wieder bei einem Thema sind, wenn der Zucker halt eben steht. Die Zellen sind so vollgestopft mit Zucker, dass er nichts mehr weiter aufnehmen kann, als es in den Adipozyten zu speichern, in den Fettzellen halt eben, ja. Es ist natürlich klar, dass diese Menschen dann nicht mehr funktionieren und der Körper irgendwann krank wird, ja. Ich meine, wer ist unter 37 und ist nicht fettleibig? Auf wen trifft diese Studie jetzt so genau zu, oder? Also, machen wir mal weiter. Punkt 3. Es wurden pasteurisierte Säfte verwendet. Das ist normal, weil es keine frischen Obstsäfte. Es ist völlig klar, dass jetzt bereits ein Unterschied macht. Ja, bereits der pH-Wert ist unterschiedlich bei pasteurisierten Säften oder frisch gepressten Säften. Ja? Ebenfalls weisen frisch gepresste Säfte eine geringere Osmolarität auf, wovon ich gerade gesagt habe. Es entzieht ja bestimmten Zellen oder Nervenzellen und so weiter Wasser und dadurch sterben bestimmte Organellen bei uns im Körper, ja. Das weisen frisch gepresste Säfte weniger auf. Des Weiteren haben pasteurisierte immer mehr Natrium und frisch gepresste Säfte immer mehr Phosphor und Kalium. Das heißt, wir sprechen hier von komplett verschiedenen Zusammensetzungen. Auch die Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe haben natürlich deutlich abgenommen. Das ist natürlich jedem klar hier, ja. Es gibt auch eine schöne Studie, die zum Beispiel bewiesen hat, dass auf die psychische Komponente einfach ging, ja. Dass mehr Rohkost, ja, diese deutlich positiv beeinflusst hat, ja, und eben pasteurisiertes Obst, die es eben nicht getan hat, ja. Und wie wir wissen, ist die Psyche ein Drittel der Miete. Ja? Psyche, natürlich Stress und so weiter, ja. Bewegung und Nährstoffe, ja. So, Arthur sagt ja richtig, dass Fruchtsäfte besser sein als Softgetränke. Naja, wenn sie frisch konsumiert werden, würde ich hier sagen. Weil es ist wichtig, die Softgetränke haben besser abgeschnitten als die Fruchtsäfte in dieser Studie. Jetzt habe ich mich so gefragt, womit kann das zusammenhängen? Jetzt kommt noch eine Vermutung von mir. Also, in Softgetränken handelt es sich ganz klar um Haushaltszucker, Saccharose. Ja? Es besteht aus zu gleichen Teilen aus Glucose und Fructose. Das heißt, wir haben in der Mitte eine glykosidische Bindung. Ich glaube, 1 und 6 Kohlenstoffe sind jeweils immer verbunden, der erste und der sechste. Das heißt, es ist ein enzymatischer Prozess bzw. Cut nötig, ja, von bestimmten Enzymen. Ja, zum Beispiel in unserem Mund passiert das schon durch die Amylase. Ja, und bestimmte Saccharasen dann dementsprechend spalten diese Zucker halt wieder. So, und nur mal zum Vergleich, wenn wir zum Beispiel normale Glucose nehmen oder Haushaltszucker oder halt eben Kartoffeln. So, was ist jetzt davon gesundheitsförderlicher? Natürlich Kartoffeln, weil die bestehen aus Stärke und das dauert viel, viel länger und hat Ballaststoffe noch ebenfalls, ja, anderes Thema, aber dauert viel, viel länger, um diesen Zucker in die Blutbahn zu transportieren. Das heißt, es sind viel niedrigere Zuckerpeaks zu vermerken halt, ja. Welches dann wieder Osmolarität hervorrufen kann und so weiter halt, das wir alles nicht wollen, ja. Das heißt, in Früchten ist ebenfalls dieser Zweifachzucker. So, gucken wir uns aber mal das Glukoseverhältnis an und Fructoseverhältnis von einem Apfel. Dann sehen wir, dass er dreimal so viel Fructose hat wie Glukose. Das heißt, wenn wir das jetzt auf einmal betrachten, das ist schwierig zu erklären. Also, ein Zweifachzucker, ja, wieder dieser Disaccharide, besteht aus Glukose und Fructose. Wenn das Verhältnis aber 3:1 ist, dann ist der begrenzende Faktor nun mal die Glukose. Das heißt, wir haben 1 Glucose, 3 Fructose. 1 Glucose wird verbraucht und 1 Fructose wird verbraucht zu einem Disaccharid. Jetzt bleiben aber noch 2 Fructose über in dem Apfel. Was passiert mit der freien Fructose? Das ist halt nun mal nicht gebundene, sondern das ist freie Fructose. Und ich glaube, dass das Problem ist eben bei Obst, dass wir hier nicht nur von Haushaltszucker-isoliertem sprechen, dann dementsprechend nicht mehr an Ballaststoffe gebunden ist, sondern ebenfalls noch an freier Fructose. Weil nicht alle Fructose ist gebunden in diesen Disaccharid als Saccharose, was in den Softgetränken drin ist. Und wir wissen alle, dass High Fructose Corn Syrup, ja, Dr. Greger hat darüber unfassbar viele Videos gemacht, einer der schädlichsten Süßungsmittel überhaupt sind. Und damit handelt es sich hier leider um isolierte Fructose, muss ich leider dann sagen, zu gewissen Teilen, die letztendlich dann einfach ja, zu gerade diesen Sterblichkeitsraten meiner Meinung nach führen müssten. Und ja, das ist so meine Conclusion. Von daher, ne,
Die Studie kann man nicht so eins zu eins, finde ich, übertragen. Man muss da bestimmte Gesichtspunkte noch hinzufügen. Und ich denke, die Studie wäre komplett anders ausgegangen, wenn das sportbetriebene Menschen gewesen wären, die auch im Durchschnittsalter 37 gewesen sind, ja, die normalen Lifestyle erleben halt mit Bewegung und so weiter. Und ebenfalls frische Säfte genommen werden. Ich glaube, dass das schon noch einen großen Einfluss gehabt hätte. Von daher an, es wird nicht immer so heiß gekocht wie gegessen. Andersrum. Muss los, Bruder. Abonnieren nicht vergessen und Glocke drücken. Ganz wichtig, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Liken würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns hoffentlich wieder auf vitasomal.de. Wir haben auch seit neuestem 13 Tees und ein neues Produkt auf unsere Liposomal Supplements 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.